Keine Waffe ist so gefährlich wie ein effektiver Killer-Virus. Und so einen herzustellen ist viel einfacher, als sich das die meisten Leute wahrscheinlich vorstellen können. Wie man sowas macht und warum die Zukunft des Terrors den Molekularbiologen gehört, erkläre ich beim Battle Royale Terror im Stadtsaal. Darüber hinaus geht es natürlich um viele andere spannende Fragen, mitunter, warum lassen sich gesunde Leute eine Substanz spritzen, die dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterliegt? Und kann ich mein Gehirn in der Mitte durchschneiden, sodass eine Hälfte die andere Hälfte terrorisiert? Das und viele andere praxisrelevante Fragen am 22. April im Stadtsaal.